Einen schönen guten Morgen. Ich bin hier in der Ortschaft Sieber und stehe hier auch an dem Fluss, die Sieber, wie ihr sehen könnt. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, jetzt zu wandern. Ich möchte auf den großen Knollen. Der hat eine Höhe von 673 Meter und da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Alles so zwischen 12 und 15 Kilometer lang, sage ich mal, als Rundwanderwege. Hier gibt es einen sehr schönen Stellplatz, direkt in Sieber. Sogar kostenlos. Man kann hier eine Spende hinterlassen, wenn man möchte. Bei der Feuerwehr gibt es öffentliche Toiletten hier direkt daneben. Gegenüber ist ein Schwimmbad, also sehr schön gelegen. Und landschaftlich, wenn ich immer so schwenke, sieht es überall so aus. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Ja, der Einstieg ist jetzt hier schön über so einen breiten Forstweg. Aber ich muss feststellen, es ist noch recht frisch. Wir hatten heute Morgen 7 Grad. Es ist jetzt kurz nach 7. Und ich hätte ruhig eine Mütze einpacken können für morgen früh. Werde ich mir das vormerken, dass ich eine Mütze mitnehme. Da ich mir ja die Haare sehr, sehr kurz geschnitten habe. Ich sag mal, so ein Millimeter ist noch dran. Fühlt sich das noch deutlich frischer an als ja, mit dem vollen Haar, sag ich mal. Aber es war mal wieder Zeit für eine Veränderung. Immer dasselbe ist ja auch langweilig. Schaut mal, hier oben sieht man schon, wie die Sonne so ihre ersten Strahlen durch die Bäume schimmern lässt. Schaut mal hier, das sieht ja interessant aus. Da hat sich irgendjemand richtig Mühe gegeben. So, und jetzt wird es ein bisschen uriger vom Weg, aber auch wesentlich schöner. Da geht es jetzt hoch. In dieser Beschreibung von dem Buch stand auch, dass der Anstieg erstmal recht steil und anstrengend wäre oder fordernd und dann aber umso schöner. Ja, das hängt ja auch schön hier. Also, dass der Aufstieg hier fordernd sein soll, trifft definitiv zu. Ich weiß nicht, ob man da das so bei der Aufnahme gut erkennen kann, wie das Schild im Hang steht. Aber so halte ich die Kamera gerade und so geht es ungefähr hoch vom Winkel. Ich glaube, so kann man das gut erkennen, was ich meine. Aber trotzdem klasse. Man hört gelegentlich hier Wasser plätschern. Ein paar Vögel. Und das war's. Hier, das ist einer von diesen kleinen Rinnsalen, die hier so runterkommen. Ich glaube, dieser Weg wird nicht von vielen genutzt. Er ist schon ein bisschen zugewachsener. Aber nicht dramatisch. Eher schön. Ansonsten hat man so die erste relative Fernsicht hier schon. Jetzt hier so am Wegesrand ist auch mal so eine kleine Schutzhütte, die auch noch eine schöne Aussicht hat. Was steht denn da? Machst du im Walde eine Pause, nimm deinen Wertstoff mit nach Hause. Sehr schön, auch das Bild dazu. Harz Club seit 1886. Ja, haben sich nicht alle wieder dran gehalten, aber nahezu. Und ein kleiner Blick aus dem Fenster. Mittlerweile bin ich wieder auf der Forststraße und hier standen auch wieder einige Schilder von wegen für Mountainbiker. Ich denke, dass ich heute im Laufe des Tages das Ganze dann mit dem Mountainbike auch nochmal fahren werde.
Natürlich dann ohne Kamera. Wäre Quatsch, das Ganze zweimal zu machen. Aber das bietet sich hier, glaube ich, ganz gut an. Jetzt bin ich hier wieder an so einer Kreuzung und sehe das erste Mal kein Schild, wo es lang gehen könnte. Hier geht es Richtung St. Andreasberg, Bad Lauterberg oder wieder nach Sieber zurück. Das heißt, die Richtung nicht, müsste es ja in die Richtung weitergehen. Ich versuche mal mein Glück. Habe doch noch ein Schild gefunden. Hier so in den Baum gehangen mit Kabelbinder. Wahrscheinlich dadurch, dass hier so viel fällen, hatte sich das erledigt. Noch 1,6 Kilometer. Allerdings ist das jetzt der Weg 15G und nicht mehr 13C. Und ich bin ja vorhin auf 13C gewesen. Ich hoffe mal, das passt noch. Der erste Blick auf den Turm, der am großen Knollen steht. Dann kann es nicht mehr weit sein. Kennt ihr das, wenn man hier so hochkommt, wie ich jetzt gerade? Man sieht hier so die Kuppe. Man kriegt so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Die Augen werden größer, gucken nach oben. Und dann ist man hier so an dem Rand und ist einfach nur begeistert. Ich bin noch nicht ganz oben, aber das hat sich doch schon mal gelohnt. Sieht das nicht herrlich aus? Ist das nicht schön? Mal schauen, ob man da auch reingehen kann. Da braucht man nicht ganz viel zu sagen, oder? Man ist über den Wolken. Ich gehe gleich mal auf die andere Seite, da kennt man es, glaube ich, noch besser. Aber wenn man das mal so ein bisschen ranzoomt. Ich erkenne es gerade selber schlecht im Zoom, weil die Sonne hier so blendet. Ich glaube, so müsste man es erkennen. Und nichts außer das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel. Traumhaft. Und geküsst von der Sonne hier oben, angenehm warm. Herrlich. Auch der Blick in die andere Richtung, hier Richtung Wurmberg und Brocken ist das, glaube ich. Ich war ja schon mal hier zum Mountainbiken vor 5-6 Jahren, habe ich so eine Bikepark-Tour durch Deutschland gemacht. Unter anderem auch St. Andreasberg, Wurmberg und, wie ist denn der dritte da hinten? Komme ich gerade nicht drauf. Aber ist auch nicht so wild. Auch die Hütte hier sieht sehr gemütlich aus. Man erkennt jetzt nicht ganz viel, ist noch zu. Aber drinnen sieht man schon den Kamin flackern. Ich muss gleich mal auf die Uhr gucken, wie spät wir es haben. Ob ich vielleicht noch hier bleibe, bis die öffnen. Und auch hier hinterm Haus so gemütliche Sitzecken. Mit einer perfekten Fernsicht. Oh, hier duftet es auch jetzt nach dem Kamin. Herrlich. Und so sieht das Ganze von innen aus hier. Klasse. Und hier geht's weiter. Ja, hier werde ich mir jetzt erstmal einen Pott Kaffee gönnen. Das sollte mal drin sein. So, und jetzt geht's hoch auf den Knollenturm. Darf man echt hochgehen. Super Betreiber hier von der Hütte. Und Kaffee ist auch noch lecker. Ja, Film tue ich dann oben weiter. Hier sieht man eh nicht ganz viel. So, und jetzt einmal eine Rundumsicht hier Richtung Würzburg. 210 Kilometer. Frankfurt 211. Aber das tut ja alles gar nicht so zur Sache. Aber die Aussicht. Wahnsinn.
unten der Hüttenbetreiber meinte gerade, nimm Kaffee mit hoch. Hätte ich vielleicht echt machen sollen. Hamburg, 202 Kilometer. Ja, da ist der Brocken. Daneben der Wurmberg, St. Andreasberg. So wie vorhin schon mal erwähnt, Entschuldigung. Wahnsinn. Also mit dem Nebel bzw. Wolken hier im Tal. Ich versuche das mal so ein bisschen im Zoom auch nochmal zu filmen. Wunderschön. Ja, ich werde das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen genießen. Also hier in dieser Baude, das heißt ja hier nicht Hütten, das heißt ja hier Baude in der Region, ist es urgemütlich, super freundlich und nur zu empfehlen. Mittlerweile hatten wir jetzt im Schatten da an der Baude auch einen Thermometer, da stand 10 Grad. Und hier in der Sonne ist jetzt echt super angenehm und auch im Schatten ist es schon okay. Weil auch, ja, man hat halt nicht diese Feuchtigkeit jetzt hier. Alles bestens. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, wie der dritte Berg heißt, Hahnenklee. Da war der dritte Bikepark auf der Runde hier in der Region. Kam ich vorher nicht drauf. Hier stand jetzt gerade ein Hinweisschild Richtung Frau Holle Klippen. Hört sich erstmal interessant an. Bin gespannt, was es dann wird. Die letzten Tage sagte man mir noch, was willst du denn im Harz? Da ist doch auch überall nur dieses Fichtensterben und nichts Schönes mehr. Ja, Fichtensterben ist auch hier deutlich, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber es ist doch trotzdem herrlich. Weil es gibt ja auch noch mehr, was hier zu entdecken ist. Oder auch alleine dieses Gefühl, dieses Laufen hier. Ne, die Luft, die Geräusche. Ist ja nicht nur das Optische. Deswegen, lasst euch nicht abhalten von irgendwelchen dummen Geschwätz. Nur weil es jemand anders nicht gefallen hat. Da sind wir alle so individuell. Einfach machen wir immer. Und ich glaube, da unten sieht man die Häuser im Tal. Da muss ich jetzt erstmal hin. So grob. Teilweise ist es hier recht schwierig jetzt, die richtigen Wege zu finden, weil überall diese Einfahrten von den Holzfällern sind. Jetzt ist hier aber wieder ein Schild. Und zwar, dass hier der Weg lang geht. Sieht erstmal nicht ganz so nach Weg aus, aber ich denke mir mal, dass das passen wird. Man sieht unten auf jeden Fall eine Hauptstraße. Und naja, Versuch macht klug, wie immer. Der Weg ist das Ziel. Ja, wie finde ich den Weg hier? Eigentlich schön. Man könnte sagen, er ist naturbelassen. Aber andererseits, so richtig Weg finde ich gerade irgendwie nicht. Aber es ist schön. Zurück an der Sieber, an der ehemaligen Holzschleiferei. Die befand sich mal hier. Daher auch dieses kleine Wehr, um nochmal Geschwindigkeit und Kraft ins Wasser zu kriegen. Mit einem ganz tollen Wasserverlauf hier. Und da vorne ist der Stellplatz, wo ich den Wagen stehen habe. Und daher würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Wanderwege waren größtenteils gut. Teilweise gab es alte Schilder und neue Schilder. Und da unterscheiden sich auch die Wege, meine ich zumindest. Weil teilweise bin ich jetzt auf Wegen gewesen, wo das Gras oder das Kraut, was da gewachsen ist, einen Meter hoch war. Und habe aber auch gesehen, dass es andere Wege gab, wo das definitiv nicht so war. Also,
im Großen und Ganzen eine tolle Tour. Man kommt mit 4 Stunden auf jeden Fall gut hin. Und ja, das war's. Macht's gut. Euer Markus. Bis zum nächsten Mal.